Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Muni-Bärmann. Heute gibt es wieder eine neue Folge StarCraft 2 mit mir, mit dem Muni-Bären gegen einen Protoss-Gegner auf Hundgruber-Allee. So. Üben und trainieren, üben und trainieren. Gut, gegen Protoss. Das Schlimmste am Anfang, was kommen könnte, ist ein Cannon Rush. Hasse ich wie die Pest. Kommt sehr oft im PvP. Was total blödsinnig finde. Wir spielen auf jeden Fall Doppelgate. Standard. Zurzeit mit Standard BO. Weil dann sind wir eigentlich relativ safe am Anfang. Ganz wichtig zu wissen, kein Cannon Rush. Können wir noch Gas klauen, wenn wir möchten. Machen wir auch. Gucken, ob er ein zweites Gas genommen hat. Ja, hat er. Lass uns aber nicht durchkommen. Wie du siehst, alles Standard bis jetzt, mein Freund. Brauch dich also nicht zu jucken. Ach, ich würde es gar nicht durchkommen lassen. Naja. Aha, dann blockt meine Echse. Ist uns egal. Bersi gebaut, das ist auch schick. Und wir brauchen bei der Sonden, bauen wir zwei Adepten. Und husten unser. Basis wird angegriffen. Vorne nach zwei Stalker. Und lassen uns weiter vorrennen. Müssen wir versuchen, dann unsere Adepten da rein zu sneaken. Ohne Robo. Unser ruhmreicher Kampf hat begonnen. Hor Salah. Was wünscht ihr? Hor Salah. Unser Denken gleicht sich. Nur die Gläubigen fürchten nicht. Ah, viele Adepten. Was ist euer Begehr? Da wird wohl gleich der Gegenpush kommen. Machen wir die Sonde. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Lasst unsere Feinde unsere Wut spüren. Geht in Tod. Najakar Minar. So geht das, mein Freund. Kommst du nicht rein? Ehre den Dalai Lama.
wir sind eigentlich im Vorteil. Und gehen bis Thron ein bisschen hoch. Sonden ein bisschen hoch heißt das hier. Das sind unsere Observer. Gehen wir mal vorschicken. Wir brauchen noch einen zweiten. Können ja die Tees kommen, ne? Das Ding brauchen wir. Niemand kann uns aufhalten. Wir dienen mit Stolz. Yes. Und da vorne auf jeden Fall eine Pylone. So, müssen gleich den ersten Kolossi bauen können. Und nehmen jetzt eine Echse. Was hat er noch so Schönes? Sterbliche. Ach, wir wollen Echsen. Ob er schon Echse hat, weiß ich nicht. Ja, Exekutor. Aber weißt du, dass wir noch keine haben? Ne, hat noch keine. Möchte aber auch jetzt Echsen. Nein, daneben, Junge! Möchten unsere Kolossis aber noch nicht zeigen. Okay, da kommt was. Hat nicht viel Schaden gemacht. Oh. Ich bin die Stimme. Ihr seid auf mich kalt. Die bleiben hier. Was sind? Ihr müsst zusätzliche Kanonen bauen. Ich bin hier. Hat einen Haufen Immortals. Brauchen wir auf jeden Fall mal. Und noch ein Kolossi in zweiten. Das hat auch seine dritte. Technisch sind wir auf jeden Fall weit vorne. Eure Sonden werden angegriffen. Mineralienfeld erschöpft. Wir sind da. Zwei verloren. So, wir gehen auf. Gut. Ja, ah, schon. Es kommt doch. Brauchen mehr Bersen. Problem ist, ich weiß nicht, von wo er kommt jetzt so. Kommt von hier.
das? Da ist er. Greif von allen Seiten an. GG. Aber gewonnen. So langsam steigern wir uns. Was war denn das überhaupt für einer? Der Meister? Okay, aber wahrscheinlich schon ein bisschen länger her. Wie lange ist denn das jetzt her? Sieg? Gegen was hat er dann gespielt? Ist auch nur Dia 3. Nur Dia 2. Meister, ja. Kann nur mal interessieren, wann der das letzte Mal gespielt hat. Rangliste. Wo ist denn das Karriere-Info? Gar nicht so lange her. War mal Meister. 4 gegen 4, okay. Und das letzte Mal Meister war gar nicht mehr. Na gut, da haben wir gewonnen. Was hätten wir anders machen können? Ja, war eigentlich ganz gut. Wir hätten vielleicht noch ein bisschen näher wrestlen, wollen wir ja noch nicht. Das will ich erst trainieren, wenn ich meine Bilder noch perfekt kann. Ja, genau. Ja, das erstmal soweit. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss, tschüss, euer Muttibär und adios. So, das war's wieder mit der heutigen Folge mit den Muttibären und StarCraft 2. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch machen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Und ansonsten, oben rechts habt ihr eine weitere Folge und unten rechts gibt es dann ein anderes Projekt. Dann würde ich sagen, noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Euer Muttibär. Tschüss, tschüss.